Servus und grüß Gott bei Holzwerken TV. Ich erkläre euch heute, wie Risse in Massivholz entstehen und wie man sie repariert. Hier handelt es sich um einen alten Fuß aus Eiche, der ist aus drei Teilen verleimt und da haben sich im Laufe der Jahrzehnte Risse gebildet. Hier ein Riss, der ist mehrere Millimeter breit und hier ein relativ schmaler. Nur 1 Millimeter breit und die werden unterschiedlich bearbeitet. Wie und warum diese Risse entstanden sind, kann man am allerbesten eigentlich am Hirnholz sehen. Und zwar ist dieser dicke Stamm zusammengesetzt aus drei Bohlen, die ursprünglich bestimmt mal fest miteinander verleimt waren. Durch ein Ablaugen des Holzes wird sich diese Verleimung gelöst haben und aber auch durch das Arbeiten des Holzes. Und zwar kann man hier deutlich die Jahresringe erkennen. Hier ist es gegenläufig, läuft es in der Richtung. Holz arbeitet am allermeisten in Richtung der Jahresringe. Das heißt, hier in der Richtung will es sich zusammenziehen und wenn dann die Leimung nicht mehr hält oder auch sonst Kräfte wirken, öffnet sich das hier. Jetzt könnte man sagen, ich kann ja versuchen, dass ich das wieder zurückpresse. Das ist hier bei diesem runden Stamm einfach schon deswegen nicht möglich, weil ich hier gar keine Zwingen ansetzen kann, um das an die alte Stelle zu bringen. Und dann ist das Holz dauerhaft weggeschwunden. Das heißt, hier ist eine Schräge entstanden. Da stellt sich dann auch immer die Frage, spachtel ich das zu oder repariere ich das mit Hartwachsstangen oder nehme ich Massivholz? Ich bin der Meinung, so tiefe Risse und auch wenn es sich über so eine lange Strecke hinzieht und wenn es zur Konstruktion beiträgt beziehungsweise eben zur Stabilität der Konstruktion, dann ist es am sinnvollsten, solche Risse mit Massivholz auszuspähen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Die Späne sind natürlich am unauffälligsten, wenn ich sie aus der Holzsorte herstelle, in der der Riss entstanden ist. Das ist hier Eiche. Ich nehme hierzu eine paar Millimeter breite Eichenleiste, stellen mir meine Dekopiersäge leicht schräg. Ich kann das Ganze auch an der Bandsäge machen, dann muss ich halt die Leiste schräg halten. Und dann versuche ich einen möglichst gleichmäßigen Keil zu sägen. Sinnvollerweise, wenn es sich um so eine profilierte Form wie hier handelt, schneidet man sich die Späne in Stücke, damit man sie unterschiedlich tief reinklopfen kann. Und ich würde jetzt oben anfangen, das heißt mit diesem schmalen Teil. Und dann nehme ich, um den Leim aufzutragen, am besten eine schmale Japanspachtel, weil mit der komme ich schön tief rein und streiche aber auch meinen Keil an. Der wird nicht ganz bis hinten rein in den Riss passen. Das kriegt man nie hin, aber so tief, wie es irgendwie möglich ist. Gut, und dann der nächste. Diese schmaleren Risse auf der Seite habe ich mit Furnier ausgeleimt, habe ich mir auch immer passend in die Stücke geschnitten, in die Längsstücke, die ich brauche. Hier zum Beispiel war der Riss ein bisschen breiter, da habe ich zwei Furnierstücke nebeneinander verleimt. Wenn das Ganze getrocknet ist, muss man die Überschüsse vorsichtig entfernen, mache ich mit dem Stemmeisen und zwar mit der Schräge zum Holz, damit ich nicht gleich beim ersten Schlag ins Holz hineinrutsche und dann schneide ich das schön glatt ab. Und zwar immer von der dicken Seite, also von dick nach dünn, also immer von ausgehend von den dicken Stellen. Wenn man das sauber weggeschnitten hat und schleift und später noch ein bisschen beizt, dann kann man eigentlich kaum mehr erkennen, dass man da was eingesetzt hat. Das ist jetzt der fertig geölte Fuß. Der ist farbig, leicht farbig geölt. Davor habe ich den Riss in der Farbe des alten Holzes eingefärbt.
Sie sehen, man sieht eigentlich nichts mehr. Sie sehen, dass Sie nichts sehen praktisch. Und ich hoffe, ich habe Ihnen mit diesem kleinen Video zeigen können, wie Sie Risse fachgerecht ausspähen. Und ich freue mich, wenn Sie wieder zuschauen bei Holzwerken TV.